Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dinner für zwei hier aus der Marx-Halle in Wien. Ich habe heute wieder zwei außergewöhnliche Gäste eingeladen. Mein erster Gast ist ein wunderbarer Schauspieler, Regisseur, Sprecher, Musical-Darsteller und war viele Jahre Ensemblemitglied im Cabaret Simpel. Mein zweiter Gast ist ein ebenso hervorragender Schauspieler, Sänger und Musical-Star, der ein fixer Bestandteil der heimischen Musical-Szene ist. Thomas Smolay und Lukas Peermann. Meine Herren, bitteschön. Guten Abend. Guten Abend, bitteschön. Bitteschön. Hübsch habt ihr es da. Das freut mich, dank und ist aber dank. Professionell so? Je nachdem, wie Sie die Serviette benutzen. Sie können sie auch da oben einstecken. Dann wird es aber mit dem Mikro, glaube ich, ein bisschen abo geben. Ja, ja. Sie haben schon beide Aperitif bekommen. Wir werden heute ein dreigängiges Menü servieren, bei dem ich Sie bitte, während jedem Gang jeder eine Aufgabe zu erfüllen, die der andere möglicherweise erraten möge. Das ist aber nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass er Hetz ist, dass er Spaß ist. So, der erste Gang übrigens. Sehr hübsch. Das ist aus der, danke vielmals. Ich habe mich auch sehr bemüht. Das ist aus der Orfkantine und das ist schon lang zu. Bitte schön, die erste Aufgabe. Ach Gott. Nicht laut vorlesen. Boah, das ist ja ein Roman. Okay. Na ja, wegen der Präzision. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich trinke einmal dabei. Das ist Cheers. Nein, ich hab. Also, den Hintergrund, aber die bauen gerade um. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol und wurde hier quasi gezwungen. Ja, das ist ja. Wein ist ja auch kein Alkohol. Ja, ist ja mit Wasser verdünnt, glaube ich. Schmeckt ein bisschen so. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen late irgendwie, aber ich finde, wir sollten da in eine andere Richtung gehen. Wir beide? Wir beide sollten da in eine andere Richtung gehen. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich aus meinem Leben mal machen werde. Beruflich oder privat? Es geht hier um berufliche Sachen, Bruderherz, wirklich. Weil es ist ein hartes Erbe, was wir da antreten und... Und ich kann damit einfach nicht so wirklich so gut irgendwie. Du hast aber noch nie. Ich weiß, es war mir immer peinlich. Wir gehen jetzt ein bisschen freundlicher sein, finde ich. Nein, ich finde, das ist ein ernstes Thema und wir müssen jetzt einfach endlich entscheiden, was wir damit machen. Weil es geht mir einfach auf die Nerven. Ja, das ist unsere Zukunft. Wir haben die Verantwortung. Ja, wir sind reich aufgewachsen, wir haben den ganzen Schaß mitgenommen. Wir haben partizipiert von dem Ganzen und jetzt müssen wir das irgendwie halt so machen, dass es für alle passt und nicht nur für Vater. Aber es war mir einfach immer peinlich, weil jeder hat es gewusst. Jeder hat es gewusst. Aber dir ist viel peinlich, von dem her ist es schwierig, ein bisschen jetzt drauf. Mir ist viel peinlich. Finde ich schon. Ja. Nur weil du so dicke Haut hast und dir ist alles wurscht. Aber jeder hat es gewusst. Jeder hat sich gern einladen lassen von uns. Jeder ist zu uns gekommen, zu den Partys. Aber jeder hat uns eigentlich immer ausgelacht. Mhm. Kondome sind mittlerweile nicht mehr peinlich, finde ich. Ach, das war doch nur ein Nebenprodukt von dem ganzen Scheiß. Die Kondome, die sind eh nicht gegangen. Mhm. Thomas, ja. Die Maschinen sind da. Die Maschinen sind da. Mhm. Wir können dieses Spielzeug gut produzieren. Aber es muss einfach nicht für Menschen sein. Sondern für Tiere. Eine Idee. Das wäre eine Idee. Es ist genau die gleiche Größe. Man kann es ein- und ausschalten. Es macht vielleicht irgendwelche Geräusche aber, dazu. Aber wollen Tiere das überhaupt? Ich weiß nicht, du hast einen Hund. Du kennst dich aus mit Hunden. Wenn es das ist, was ich vermute, dass es ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass mein Hund das gerne hätte. Helfen Sie mir bitte. Nein, was vermuten Sie? Was es ist? Also, der Lukas ist mein älterer Bruder. Es geht ums Erbe von unserem Vater und unseres Vaters. Und Lukas möchte, damit die Leute nicht über uns lachen, wobei ich finde es überhaupt weil's nicht lachhaft, ihm peinlich ist. Und möchte die Produktion unserer Sexspielzeuge umändern oder ändern. In auf. Das war es nicht, das habe ich nicht erwarten. Keine Ahnung. Was ganz anderes. Die Größe ist gleich. Die Größe ist gleich, aber es müssen ja nicht unbedingt Menschen benutzen, das Zeug weiterhin. Keine Ahnung. Dasselbe? Na, nicht ident. Dasselbe? Nicht das Gleiche. Dasselbe Gerät.
Ich glaube, dass vielleicht sogar diese Lebewesen Spaß damit hätten. Ich weiß es nicht. Da müsst ihr den Herrn Zmohle fragen, er hat einen Hund. Nein, ich bin zu blöd. Hundespielzeug, ist keine Frage von einem Hundespielzeug. Ein Hundespielzeug, also nicht Sexspielzeug für Hunde. Nein. Ja, deswegen habe ich meine Nachfrage. Für Hunde. Eine Ecke zu weit gedacht. Ja. Bin ich jetzt ausgeschieden? Nein. Okay. Nein, ganz ehrlich. Ich muss mir die ganze Zeit die Dings richten. Nein, müssen Sie nicht. Edel ist das. Dank und Aberdank. Ah, das das wäre erst das Knieweit. Danke für mich. Ein hervorragender Salat der Kantine vom ORF. Danke. Ach Gott, die sind ja die berühmt dafür. Für einen Salat. Ich komme ja hin. Die Frau Lohner hat mir gesagt, die Kantine ist schon zu. Sagt sie, Gott sei Dank. Merken Sie sich so, ja, dass ich glaube, ich glaube, ich merke. Hervorragend. Gut, wir arbeiten jetzt schon eine Zeit lang zusammen. Und du weißt ja, meine, ja, ich sage mir jetzt einmal, Kompositionen sind ja in den letzten Jahren nicht so wirklich ankommen und die Bühnen wollten es einfach nicht. Ja. Ja, ist mir aufgefallen. Ja. Sehr gerne an deinem Sakko sogar. Ja. Mach dich nur lustig, das machst du immer, aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wirst du noch. Wurscht, wie immer. Auf jeden Fall, ich hab da jetzt mir was überlegt, ja. Und du, obwohl du eigentlich auch nur, sagen wir jetzt, in dem Bereich Mittelklasse bist, würdest du vom Typ her relativ gut passen. Du müsstest halt nur ein bisschen, ich meine, wenn du singst, ja, du bist ja Sänger, oder? Manchmal. Ja. Müsstest du quasi ein bisschen, ja, die Stimmfarbe ändern. Ja, es müsste ein bisschen. Ein Countertenor muss ich werden, nein, oder? Das müsste ich eher, von mir. Eher in die komplett andere Richtung. Ja. Aha. Du müsstest erstens einmal mehr steirisch reden. Das wird gut kommen. Mhm. Und die Stimme müsste ein bisschen mehr so. So ein bisschen so eine Mischung aus Krächzen, Schluck auf, Bronchitis, verschleppte Bronchitis in die Richtung. Das ist für mich alles kein Problem, das kann ich alles machen. Also die Lederhosen, die brauche ich in Lederhosen, genau. Also, nein, die Lederhose lasse ich mir nicht an. Nein, das geht nicht. Schau. Der Punkt ist, er ist jetzt einfach in. Im Fernsehen gibt es Konzerte und Weihnachtskonzerte. Ich weiß, ja. Aber trotzdem finde ich, die Lederhose ist nicht mehr in. Und wir sollten eine oberösterreichische Version draus machen, weil ich kann das Burn nicht. Verstehst du? Ja, aber probier's einmal. Also, ich kann es auch nicht. Es ist, aber ich singe laut für dich und dann fragst du mich. Ja, und jetzt ein bisschen mehr verschleppte Bronchitis in der Stimme. Ich singe laut für dich. Ja. Leiser? Leiser? Ja, genauso, aber leiser. Aber der schreit doch immer so, oder? Das ist Ansichtssache. Naja, also ein Gabalier-Musical wäre eigentlich ganz nett, oder? Und die sollte ja mitspielen, oder? Ja. Grauenhaft. Ich glaube. Vielleicht ein bisschen zunehmen. Hauch von Derbheit einbauen. Bitte, was war die Aufgabe vom Kollegen? Die Aufgabe ist, dass er mich überreden möchte, dass ich der Hauptdarsteller in einem Gabalier-Musical werde. Ja. Ist es so? Ja. Ja. Selbst geschrieben hat. Das er geschrieben, er komponiert. Einzigartig. Er ist der Komponist. Hervorragend, wunderbar aufgelöst. Ist man quasi besser, wenn man es erredet? Es gibt bei uns kein besser und kein schlechter. Okay, das heißt, ich bin nicht ausgeschieden. Nein, noch immer nicht. Ist es jetzt fertig? Jetzt sind es fertig. Dankeschön. Nur, falls du es noch nicht gewusst hast. Dankeschön. Jetzt sind es fertig. Danke vielmals. Also das ist, glaube ich, von der Oma, dieses. Aber es ist sehr hübsch. Mhm. Hinten steht meistens drauf. ORF3 steht bei mir. Aufpassen. Oh, danke. Dass man nicht über einen Koala stolperst. So, bitteschön. Ich bin doch Vegetarier. Jetzt plötzlich? Flexitarier. Ich bin flexibel. Na, dann ist es ja gut. Dann bin ich froh, dass ich das ausgesucht habe. Ist das so warm? Ist das warm? Probieren Sie es. Sind wir jetzt per Sie? War ich die ganze Zeit. Ich glaube, es ist wieder viel Essen in der Zwischenzeit. Ja. Ich bin auf Lauf. Ja, man sieht. Sie schauen schon so ein bisschen auf. Wo sieht man? Wahnsinn. Also, okay. Da lassen wir das mitnehmen. Nein, das nimmt nichts. Das ist weg. Ich will es nicht mehr sehen. Nimmst das du mit, ja? Ja. Speicherst das? Ja,
Thomas, ich weiß, wir haben in letzter Zeit, hast du mich ein bisschen für komisch befunden. Das ist einfach, weil ich da ein bisschen ein Problem habe mit dem. Das ist mir aber ein bisschen unangenehm, darüber zu reden. Aber ich finde die immer komisch, nicht nur in also was ist jetzt anders? Ja, das ist halt mein Beruf, den du ein bisschen befremdlich findest. Mhm. Das war immer unsere große Diskrepanz. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr schön, dass wir hier es so lange schon schaffen, unter einem Dach zu leben. Das finde ich sehr angenehm mit dir, weil mit dem Abwaschen und so, das haut eigentlich alles ganz gut hin und so. Und die Zahnpastatube, die ist eigentlich auch immer da, wo es hingehört und so. Mhm. Also das hast du, da haben wir wirklich kein Problem miteinander. Dass mein Beruf dir ein bisschen, für dich ein bisschen befremdlich ist, weil ich halt mehr oder weniger etwas mache, was für dich nicht so greifbar ist, das ist die andere Sache, aber damit es nie so ein großes Problem eigentlich damit gehabt. Fakt ist einfach, dass es nicht mehr so läuft. Ich kriege eigentlich relativ wenig Klienten nur mehr, die zu mir kommen und die Krankenkasse hat mir den Vertrag auch weggenommen. Jetzt ist halt das Problem, dass ich mir einen anderen Ort suchen muss, wo ich meine Klienten, die wenigen, die noch übrig sind, in Zukunft dann betreuen kann. Und ich vor allem möchte ich einfach, bin gezwungen, dass die Klienten halt nicht mehr dahin kommen können, in meine Praxis kommen können, die ich einst mal hatte. Und ich hoffe, es ist kein Problem, wenn ich manchmal ein bisschen mehr Raum hier einnehme in diesen vier Wänden. Und wenn manche Seele hier ein- und ausgeht in diesen vier Wänden. Und, Ja, ich helfe dir eh. Also wieder mal. Es ist ja, wiederholt sich ja ständig. Ja, also machen wir das jetzt? Geht das? Machen das jetzt. Ich versuche es, guten Abend, ich versuche es zu erraten. Muss ich jetzt läuten? Oder? Immer. Du machst. Sie machen, Entschuldigung. Also wie auch immer, bitte. Schau, zärtlich, so lieb. Wir leben zusammen, in welcher Form auch immer. Entweder sind wir in einer WG. Wir leben zusammen. Das könnt ihr euch noch ausmachen. Gut. Wir leben zusammen. Der werte Herr ist offensichtlich ein Arzt. Ja, der seine, da fehlt noch was. Ein Psychologe, Psychotherapeut, ja, Psychoanalytiker, whatever. Der werte Herr hat seine Praxis verloren, muss jetzt sich überlegen, was anderes zu machen, weil er in dieser Praxis irgendeinen Schastrat hat. Nein, die Praxis hat er verloren. Nee, verloren. Gibt's Punkt, Ende. Ja, aus. Gibt's immer. Wie ist die Interpretation? Das ist auch vollkommen wurscht. Das heißt, er will seine Praxis oder seine Patienten, sein Klientel, Klienten zu uns nach Hause, bei uns zu Hause therapieren. Ja, einzigartig. Großartig. Das ist jetzt nicht so leicht gewesen, oder? Ja. Noch einmal. Aber wir, jetzt haben Sie auch. Wie der Herr werte Bartler eingangs richtig gesagt hat. Wie auch immer hat, Sie mich nennen, ich komme immer wieder zu Ihnen. Ein großartiger Schauspieler, deswegen kriegst du die schweren Sachen. Jetzt brauche ich doch noch einen Wein. Selbstverständlich. Den roten. Den roten. Den muss ich fangen. Ich gucke. Ja, ist egal, ich nehme einen weißen an. Ich brauche ein bisschen. Okay. Bleib da. Ich weiß, du hast mich nie wirklich akzeptiert. Das ist dir immer schwer gefallen, aber die Mama ist eigentlich immer hinter mir gestanden. Und für die war das halt immer irgendwie ein großes Thema. Und ich weiß, du wolltest, dass ich einmal die Firma übernehme. Ja. Und das ist halt einfach nicht so meins, weißt du? Mein Bruder, die Mama, alle stehen hinter mir, nur du hast irgendwie ein großes Problem damit. Und ich habe mich halt schon relativ früh damit beschäftigt. Und ich mache das. Ja, ich weiß, dass du das willst. Ich mache das, ich nehme das quasi an mich, aber ich möchte es ein bisschen verändern. Weißt, ich habe so mit Vorzeigen und Maschinen und so, das ist nicht so mein Ding. Ich mag so, ich bin ja sehr gepflegt und ich möchte irgendwas so mit in die Pflegerichtung, das kann man auf die Hände und auf die Füße machen. Du bist gepflegt und willst in die Pflegerichtung. Ja, aber du bist einfach immer so streng zu mir und du stehst einfach nicht hinter mir. Ich meine, ich bin, wie ich bin. Ich bin ein bisschen anders, weißt du ja eh. Und ich weiß, dass dir das nicht taugt. Aber, machen wir das so. Ich
nimm das, du willst ja aufhören quasi mit der Firma und ich mache das, aber ich mache was anderes draus, weil mit Vorzeigen, das ich habe nicht einmal den Führerschein, weißt ja eh. Und weißt du, ja, ich möchte dich nicht dazu zwingen, einen Weg zu gehen, den du nicht gehen möchtest. Ja, das ist aber jetzt ein Blödsinn, weil du hast mich immer diskriminiert und bist da nie wirklich hinter mir gestanden. Aber red einmal weiter. Das verletzt mich jetzt, mein Sohn. Das verletzt mich zutiefst. Ja, ich bin dein Sohn. Ich hab's ignoriert. Erstgeborener. Ich hab's immer ignoriert, das gebe ich zu. Ja. Aber ich bin trotzdem sehr gern hinter weil dir Weil du so. Ja. Ja, und weiter? Und weiter? Jetzt stehe ich auch hinter dir. Mach, was du willst. Also, das ist okay, wenn ich quasi ein neues Geschäft aufmache. Und mein Sohn, es ist mir wichtig, dass du glücklich bist. Ja, aber du bist doch kein Pfarrer, Papa. Wieso redest du jetzt wie ein Pfarrer? Ich habe eine Psychotherapie gemacht, mein Sohn. Nein, das war schon in der vorigen Runde. Schau, Papa. Ja, ich bin der Sohn, ja? Der Erstgeborene, stimmt. Und bitte mach mir den Gefallen. Aber gut, wenn du sagst, du akzeptierst das eh, dass ich quasi das Geschäft mit die Brumm-Brumm und so nicht weitermache, sondern eher irgendwas mit mach, wäre das super. Ich akzeptiere das voll und ganz. Du musst nur wissen, dass du enterbt bist. Okay, Prost, Papa. Prost, mein Sohn. Bitte. Kling! Schau, wie schön. Was ist die Vermutung hinsichtlich der Aufgabe? Was ist die Vermutung? Also ich glaube, mein lieber Sohn ist auf jeden Fall aus Kärnten. Ausgewandert. Also ein Kärntner. Oberösterreich noch Kärnten. Mein Sohn möchte ein Nagelstudio aus meiner, Fahrschule, habe ich, glaube ich, oder? Habe ich eine Fahrschule? Gibt's das? Brumm, brumm. Ja, in die Richtung. Ich habe ja gesagt, Firma, deine Firma. Eine Firma, eine Fahrschule, nein, habe ich nicht. Und ich habe es nicht so mit Fahrzeugen. Also habe ich eine Autofirma. Ah, Werkstatt, ja. Autowerkstatt. Ach so, ich habe eine Autowerkstatt und du wirst ein Nagelstudio draus machen, genau. Weißt du. Na, fertig. Ach so, ja. Okay. Das andere war wieder mal ein Side Story. Ja, ja, ist wunderbar. Ja, aber das ist doch das okay. Wunderbar. Ah, okay. Mhm. Cheers. Hervorragend. Ja, Prösterchen. Bitte, so das Besteck lassen, oder? Du hast das Fleisch nicht immer angerührt. Gabel habe ich jetzt keine mehr. Brauchen Sie auch nicht mehr? Brauche ich nicht mehr. Also brauchen auch die Messer nicht mehr, tendenziell. Jetzt müssen wir wieder Smalltalk. Ja, aber das war jetzt, das haben wir ja ganz gut jetzt schon unterwegs gewesen, oder? Wenn das der Sinn ist. Es gibt kein richtig und falsch. Guten Abend. Guten Abend. Es gibt kein richtig und falsch bei diesem Spiel. Bitte schön. Ah, schau dann. Obwohl ich ja kein. Ja, da können wir nichts dafür. Kann ich jetzt nicht ein Salzstangl als Dessert? Ich probier's. Das wäre äußerst knieweich. Danke vielmals. Oh Gott, jetzt bin ich wieder dran. Naja, aber da ging ich auch mit der Gange. Ich fange einmal an. Ich finde, du machst das sehr gut. Ich bin nicht einfach zu deppert, das zu erraten. Nein. Tun Sie nicht degradieren. Ich krieg immer die Schwierigen. Ich glaube, es ist tendenziell so, dass die andere Aufgabe immer leichter ist. Das ist sowieso so. Das ist so wie beim Fernsehen, bei jeder Quizshow weiß man alle Antworten. Ja. Wenn man dort sitzt, also unterstelle ich jetzt einmal. Ich weiß. Oh Gott! Bei einer Quizshow. Bei einer Quizshow. Das ist ja genial. Sie sind ein wichtiger Vertriebspartner unserer Produkte seit sehr vielen Jahren. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch mit diesem Essen bedanken, dass Sie uns so treu sind über die vielen Jahre. Und wir haben hier ein ganz neues Produkt, wo ich glaube, dass das sehr gut in Ihre Kette reinpassen würde. Mhm. Also, das kann man aber auch rauchen. Ja, also Rauchen ist durchaus ein Thema. Also man kann es jetzt nicht rauchen, aber es wird der Duft, den es ausströmt, das ist etwas, was man, glaube ich, in vielen Haushalten in dieser Stadt vor allem, glaube ich, sehr, sehr bevorzugen kann. Und ist das bewusstseinsverändernd, oder? Ich glaube, es verändert auch ein bisschen das Bewusstsein, vor allem den Magen. Also ich glaube, dass man Synergien bekommt aus dem Ganzen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Produkt Ihrem Kunden verkaufen, einen schönen Tisch oder einen schönen Bettvorleger oder so etwas. Koala.
Das, genau, also das ist ja etwas, was man angreifen kann, etwas Haptisches. Und das ist ja etwas, was man sozusagen, aber man kann es nicht riechen, man kann es nur sehen, das ist nur fürs Auge. Aber ich finde, der Geruch ist ganz wichtig, damit sich die Menschen wirklich heimisch und wohl fühlen. Aber Sie haben gesagt, der Geruch verändert, dann kann man sie riechen, oder? Ja, ja, also dieses Produkt, das wissen Sie ja, Sie führen ja viele unserer Produkte schon bei sich in ihrer großen Kette. Dieses Produkt ist eine Erweiterung, weil dieses Produkt, unser neues Produkt, einfach auf den Magen schlägt. Über die Nase auf den Magen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist genial, oder? Also quasi so ein... Das ist einfach genial. Sie müssen es anzünden, Sie zünden es an. Also zündet man an? Sie zünden es an, es geht in die Nase und Sie bekommen sofort Hunger. Und Sie fühlen sich noch dazu heimisch. Eine türkische Community kann sich heimisch fühlen, aber auch der echte Österreicher, der gerne am Würstelstandl steht und dann das Semmel kauft und reinbeißt, der kann sich genauso heimisch fühlen, wenn er dieses Produkt mit nach Hause nimmt. Also ich finde, die Synergien, die sind unendlich eigentlich. Darum würde ich Ihnen einfach empfehlen, es testweise mal aufzunehmen, und dann schauen, wo die Reise hinführt. Er kommt schon, ich glaube, es erraten zu haben. Ich glaube. Oh Gott, Stress. Na, das geht ja um nichts. Sehr lustig. Gut. Ich bin der Chef und soll in mein Warensortiment ein gewisses neues Produkt aufnehmen, nämlich eine Kerze, die man anzündet, diversen Geruch aus... Duftkerze. Eine Duftkerze, die möglicherweise im Idealfall nach Würstel, verschiedene multikulturelle Leberkäse und Würstel. Leberkäse haben sie nicht geschmückt, den hat er nicht gleich verstanden. Kebab riecht, damit man. Warum ist wurscht? Warum ist wurscht? Einfach, dass du diese Kerzen kaufst, kauf sie einfach. Okay, gut. Nehmen Sie sie ungefähr. Hervorragend. Wunderbar. Damit ich hinkomme. Das freut mich. So. Aber ich finde das großartig. Bitte was? Ich hab's nicht gelesen. Okay. Aber das ist logisch, oder? Das ist aber ein. Das ist sogar wieder leicht, oder? Natürlich. Das ist wieder einfach. Das ist ganz einfach. Okay, ich glaube. Soll man es da lassen, oder? Lass uns lieber. Okay, passen Sie auf. Es ist echt eine schwierige Situation. Rücken Sie aus mit der Sprache. Ja, schau. Ich habe wieder ein bisschen zu viel getrunken gestern. Und wo ich die Weihnachtsbäckerei gemacht habe, da ist mir was Blöds passiert. Ich weiß, das geht mir überhaupt nichts an. Das sind eigentlich Ihre Sachen. Das ist in dem Schrank, da hinter der Küche bei uns in der Firma. Und ich habe eben, wo ich die Weihnachtsbäckerei gemacht habe, ich hoffe, Sie schmeißen mich jetzt nicht aus. Ich habe bei der Weihnachtsbäckerei statt dem also bei was ganz Bestimmten bei der Weihnachtsbäckerei, so nicht Lebkuchen oder Hauskekse, sondern Sie wissen eh, was ich meine, die man dann noch ein bisschen bestäubt zum Schluss. Und da habe ich eben nicht das genommen, was man nehmen soll, sondern das, was Sie immer nehmen, aber Sie nicht nehmen sollen. Also ich möchte mich nicht einmischen oder so. Ja. Das kommt daher. Ja, klingelt es bei dem Begriff. Das wird teuer für Sie. Staubzucker. Ja, klingelt es. Also Sie schmeißen mich raus. Naja, ich werde alles auf Sie schieben, natürlich. Nein, um das geht's nicht. Das weiß auch niemand. Das habe ich ja niemandem gesagt. Und das wird dann natürlich niemand erfahren, außer Ihre Frau fragt mich manchmal danach. Aber das ist ja wurscht. Also, ich will einfach Ihnen gern sagen, dass ich mich da vertan habe. Also, ich habe eben ihr das, was Sie, quasi das, was auf Sie kommt, reingekommen. Ich weiß es. Du weißt es? Ja, natürlich. Oh Gott, da bin ich verpasst. Vorsicht, guten Abend. Also scheinbar bin ich der Chef in einer Bäckerei. Na, Wahnsinn. Ja,
Weil das kann man durchgehen lassen. Das kann man durchgehen lassen. Wir haben bei Ihnen auch einiges durchgelassen, nur wegen der. Und er hat mal Koks genommen. Mhm. Und hat, aber was hat er gemacht? Er hat in der Weihnachtsbäck irgendwo statt einen Staubzucker das Koks draufgegeben auf die Kekse. Und wie war es genau? Auf die Vanillekipferl. Ja. Das ist es. Ja, mehr weiß nicht. Das ist, dass er immer die Leichten hat. Ich habe ja gesagt, er kriegt die Leichten. Oder er macht so gut. Ja. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie meine Gäste waren. Es war ein äußerst unterhaltsamer, lustiger Abend und auch sehr lehrreich teilweise. Dafür danke ich und auch Ihnen, meine Herrschaften, danke ich, dass Sie bei uns zu Gast waren bei Dinner für zwei. Gute Nacht, auf ein neues. Wiederschauen. Ich spüre schon. So, das ist ja nicht. Das ist ja gar nichts. Ich habe akustische Probleme.